rein, komm rein. Willkommen in unserem Zimmer. Moin Jonas, moin Ogi. Moin. Die Admiral Bat Challenge aus Soto Grande ist sozusagen das Zimmerduell 2.0. In der ersten Staffel in der Steiermark konnten sich Cheftrainer Tim Walter und Pressesprecher Philipp Langer die Krone sichern. Sie waren sich damals bei 14 von 16 Fragen einig. 16 Fragen gibt es hier auch für euch. Klar, ist natürlich schwer zu toppen. Dennoch könnt ihr gleich euer Bestes geben. Die Regeln sind denkbar einfach, wie schon im vergangenen Sommer. Ihr haltet, nachdem ich die Frage gestellt habt, einfach eines der beiden Hütchen hoch. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, Jonas ist blau, Oge Chica Heil ist gelb. Regeln soweit klar? Ja. Super Männer. Schummel zählt nicht, wir machen später den Videobeweis. Also, erste Frage. Wer von euch ist schon länger beim HSV? Erster Punkt. Jonas 2014, Ogi 2 Jahre später. Das war einfach. Frage 2. Wer von euch verbringt mehr Zeit auf Instagram? Oh mein Gott, hier. Jonas. Richtig. Zweiter Punkt. Dritte Frage. Schwierig. Wer von euch war in der Schule bei den Lehrern beliebter? Das ist ein klares Ding, oder? Ist ein klares Ding. Dritter Punkt. Jonas, warst du so ein Schleimer oder hast du mit Fachkenntnis überzeugt? Ich habe mit Fachkenntnis überzeugt. Wer von euch wäre der bessere Jugendtrainer? Also, so Jugendtrainer mit kleinen Kindern oder so auf Ernst, so 15-Jährige und sowas? Kleine Kinder. Warum fragst du das? Das war das nicht. Auf denen. Du weißt, keine Kinder auf denen. Yeah. Hast du? Ich hab. Ja, ich hab auch. Perfekt. Vierter Punkt. Stark. Jonas, bei Älteren hättest du dann deine blaue Kappe gehoben, oder? Ja, ich weiß nicht, aber bei Kleineren war klar, okay. Für mich so. Passt größentechnisch auch besser dann. Warum schießt du? Weil das einfach. Frage 5. Wer hat mehr Spiele in der U19-Bundesliga absolviert? Ja. Ich war auch. Egal. Oder Straffi. Das ist Dings, Bro. Achso, hat er hochgemacht? Noch nicht. Okay. Falsch. Warum? Hat er. Ogi hat blau gehoben. Bruder, ich habe doch nur eine Saison gespielt. Ich war doch zweit. Hä, wie ja? Aber wer hat mehr Spiele? Ogi hat 37, Jonas David 21. Guck mal, ich habe doch nur eine Saison gespielt. Ich war doch zweites Jahr gar nicht mehr da. Stimmt. Ich dachte, ich hatte erstes Jahr gar nicht so viele Einsätze. Ja, aber selbst wenn. Ich war auch noch sogar verletzt im ersten Jahr. Du hast wahrscheinlich sogar mehr Minuten. 4 von 5 möglichen Punkten. Frage 6. Wer von euch hält länger ohne Smartphone aus? Noch nicht? Ogi? Nächster Punkt. Stark. Frage 7. Wer von euch würde einen Marathon schneller absolvieren? Nächster Punkt. 6 von 7. Frage 8. Jetzt wird spannend. Wer von euch kommt besser bei den Frauen an? Nächster Punkt. Stelle ich jetzt mal keine Rückfrage. 7 Punkte auf jeden Fall. Größe. Frage 9. Wer von euch wäre der bessere Kabinen-DJ? Wieder richtig, Männer. 8 Punkte. Frage 10. Wer von euch würde länger alleine in der Wildnis überleben? Digga. Das ist schwer. Ja. Das ist schwer.
ist sehr schwer. Hast du schon gemacht? Ja, woher denkst du, musst du logisch denken auf den? Hä, der Arme, hä? Ja, du bist kein logisch. Doch. Yes. Aber das diskutieren wir später aus. Das ist nicht logisch für mich. Bogi, da hast du dich fürs Team für den Punkt geopfert. Mhm. Frage 11. Ihr habt 9 Punkte. Wer hat mehr Kosmetikartikel dabei? Was zählt zu Kosmetik? Also Creme und so. Eigentlich ist klar, oder nicht? Ja, also ich glaube auch. Also ich weiß nicht. Doch, eigentlich müsste klar sein. Mhm. Nächster Punkt. Also auf Smart und so, weißt du? Ja. Ich bin gepflegt auf den. 10 von 11 möglichen. Vamos, vamos. Frage 12. Wer von euch wäre eher im Trash-TV zu sehen? Denk logisch. Falsch. Was? Ey. Hä? Warum? Bro, wir haben darüber schon mal geredet, dass du da reinpasst. Größe. Bruder. Du weißt doch, Bruder. Nein, Bruder. Love Island, Digga. Deine Sendung. Bruder, was? Ich dachte, du meinst der Jungs, weil... Was machst du nicht da? Bruder, sehen. Bruder, weil guck mal, ich hab doch eben gesagt, denk logisch. Ja, und da. Dann war ich das, checkst du? Und deswegen sagst du jetzt das gleiche, was ich gesagt habe und dachte ich, dass ich weiß, du machst wieder nicht. Guck. Ich will nicht schummeln. Fair. Gut. Das ist eigentlich, ja. Aber leider kein Punkt. 10 mögliche habt ihr von 12. Frage 13. Wer zahlt mehr Strafen in die Mannschaftskasse ein? Oder den Club. Ey. Also warte, diese Saison? Oder generell einfach so. Also generell. Schon immer? Oder? Ja, generell. Warte, auch den. Ja. Leider wieder falsch, Männer. Bruder. Ugi, was ist los? Ey, Ugi. Nächste Frage. Wie viel haben wir falsch? 3? Ja. Ihr habt 10 von 13 möglichen Punkten. Was ist der Rekord? Immer noch sehr gut. Den könnt ihr nicht mehr schaffen. 14. Von Trainer Coach Trainer. Und Philipp. Und von Spielern so? Trainer ich gleich. Jetzt ist auch nicht mehr Fokus. Ja, irgendwie, aber. Aber. Ja, wir reden ja, später. Frage 14. Wer wird öfter getunnelt? Oder. Ja, denkt auf den. Das kann. Mhm. Der Abwehrspieler. Das war euer 11. Punkt. Frage 15. Wer kann besser tanzen? Ist ja auch ein eindeutig. Ja, und damit kann ich diskutieren. Das ist einer für Ogi. 12 richtige von 15. Letzte Frage. Wer von euch kommt besser aus dem Bett? Und nochmal ein Punkt. Männer, erste Folge, zweite Staffel, 13 von 16 möglichen Punkten geholt. Zufrieden? Ja, wäre mehr drin gewesen. Mit ein, zwei Abstimmungsprobleme. Aber sonst war gut. War okay. Geht besser. Wo gab es da die Unstimmigkeit mit der Mannschaftskasse? Warum? Wir haben anders gedacht. Ja, ich habe die aus so disziplinarischen Gründen gedacht. Und er hat an die Fakten gedacht. So. Da kann man das sagen, oder? Ja, leider gab es dann. Ja. Missverständnis. Soll man sagen. Kann passieren. Ja, trotzdem starke 13. Damit müssen wir uns, denke ich, nicht verstecken, oder? Auf gar keinen Fall. Wo ihr euch einig wart, war beim Tanzen. Ja, kleine direkt Sache. Direkt die gelbe Kappe für Ogi. Direkt. Ogi ist der beste Tänzer aus der Mannschaft. Hat er gesagt. Statement. 13 richtig auf jeden Fall. Sehr guter Score. Das Team Tim Walter, Philipp Langer 14, habe ich ja gesagt, all time. Maxi Rohr und Mo Heyer hatten im Sommer auch 13 richtige. Aber überflügelt habt ihr in der ewigen Tabelle Sonny Kittel und Tim Leibold. 10 richtige Antworten. Also haben wir von den Spielern die beste Chemie. Punkt gleich mit Rohrheier, ja. Also. Das war richtig gut.